Die Leistenbruchoperation ist die häufigste Operation bei Kindern. Kinder, die haben dementsprechend im Rahmen ihrer Entwicklung im Mutterleib verschiedene Entwicklungsschritte. Und da ist es so, dass eben insbesondere bei Jungs eine offene Verbindung noch verbleibt, eben in der Leiste. Der Hoden wandert runter in den Hodensack und dabei nimmt er einen Teil des Bauchfells mit nach unten. Und dann haben wir einen offenen Kanal, der verbleibt bei einigen Kindern. Bei den meisten verschließt es sich bei der Geburt oder zur Geburt hin, bei einigen bleibt er offen. Und durch diesen offenen Kanal kann dann eben Darm reinrutschen und das nennen wir einen Leistenbruch. Bei den Kindern ist der Leistenbruch dementsprechend ja nur diese offene Verbindung zu verschließen. Bei Erwachsenen haben wir eine Schwäche, eine Bauchdeckenschwäche, die vorliegt. Und diese Schwäche muss bei Erwachsenen mit Hilfe eines Netzes verschlossen werden. Die Kinder haben normales Bindegewebe, sodass nach dem Verschluss des offenen Kanals das Thema erledigt ist. Von daher ist es ein ganz anderes Verfahren. Es ist so, dass das Risiko bei Kindern zu einem erneuten Leistenbruch, das kann schon mal auftreten. Das Risiko liegt deutlich unter 1%. Dann ist es so, dass es eben häufiger bei Frühgeborenen auftritt, dass eben auch die Versorgung des Bruchsacks etwas schwieriger ist. Aber das Rezidiv ist damit sehr, sehr viel geringer als bei Erwachsenen.